Ja, herzlich willkommen bei Gastrorant. Ich bin heute zu Gast bei Stefan Arbin. Er ist Schädlingsbekämpfer. Hallo, Herr Arbin. Ja, hallo. Ich habe was mitgebracht. Das ist für mich Schädlingsbekämpfung, so wie ich die von früher erkenne. Ja, richtig, genau. Das ist eigentlich die alte Schädlingsbekämpfung zu Omas Zeiten. Die gute Holzschlagfalle, wie man sie heute eigentlich nicht mehr einsetzt. Der Schädlingsbekämpfer arbeitet heute doch schon ein bisschen professioneller. Wenn man so hier, wir haben ein paar schöne Stoppmäuse aufgebaut, die ich mir immer geholt habe. Heute arbeitet man schon ein bisschen professioneller, ähnlich noch, aber doch nicht mehr so mit den Schlagfallen. Heute setzen wir Köder ein, die verschlossen sind in Plastikbehältern, so wie hier aufgebaut, um dritte Personen nicht zu gefährden, um den Menschen und Kinder und Nutztiere und egal was es ist, nicht zu gefährden. Jetzt ist es ja so, der typische Gastronom sagt, ich habe keine Mäuse, ich habe keine Schädlinge, ich brauche keinen Schädlingsbekämpfer. Fertig. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Überall lauert Potenzial der Gefährdung, der Einschleppung. Stellen Sie sich vor, der Schädlingsbekämpfer oder hier der Gastronom bekommt laufend Ware, Lieferung und so weiter. Und da kann doch schon mal das eine oder andere eingeschleppt werden. Und so ist niemand gefeit davor, dass in seinem Betrieb nie etwas vorkommen kann, was dort nicht hingehört. Sehen wir mal davon ab, hier die Schadnager, Ratten und Mäuse. Dazu kommen dann noch die kleineren Tierchen, die auch in den letzten Winkeln sich verschleppen können. Die Schaben, auch Kakerlaken genannt, die überall Platz finden an den Wärmequellen im Restaurant, in der Küche. Feucht, warm, lieben sie es. Ist es hier offen in der Küche? Ja. Ja, also es kommt schon wo mal vor, wo alte Strukturen sind in den Ballungsgebieten. Man weiß nie, der Vorbesitzer, was hat der gemacht, was hat der für Hinterlassenschaften. Und man wohnt dicht an dicht. Ist immer der Nachbar. Immer der Nachbar, genau. Also selber ist man ja nie schuld, aber das ist wichtig, auch auf Sauberkeit zu achten, egal wo es ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich rufe Sie jetzt an und sage, ich meine, ich hätte da eine Maus gesehen oder ich habe da ein kleines Tierchen krabbeln sehen. Ich bin ja auch als Gastronom, bin ich ja auch verpflichtet, wenn das Gesundheitsamt kommt, die fragen ja auch, was machst du denn gegen Schädlingsbekämpfung? Ja, da ist es wichtig, einmal die ganze Sache, erst ein Vorgespräch zu führen mit dem Besitzer. Wenn er dann die Sache ordnungsgemäß dokumentiert haben möchte, auch für eine gewisse Kontrolle. Ich nehme ihm die Arbeit ab, Okay. dieser ganzen Dokumentation. Und auch natürlich, wenn etwas vorkommen sollte, würde ich das sofort mit ihm besprechen, schriftlich darlegen, wo Handlungsbedarf ist. Das sind Sachen Teamarbeit, Hand in Hand oder auch darauf aufmerksam zu machen, seine Lieferanten schleppen ihm das Ungeziefer mit in Betrieb. Das ist da der Sache auf den Grund zu gehen oder irgendwelche undichten Stellen im Betrieb. Ob es die Tür ist oder ob es das Rolltor ist oder ob es der Müllplatz ist oder ob es die Kanalisation der Stadt ist. Das sind so Einschleppungsgebiete oder Gefahrenpotenziale. Ja, das ist so das, was der Gastronom dann für Probleme haben könnte. Okay, was verbindet Sie so mit dem Thema? Das Thema verbindet mich schon seit längerem damit, so diese ganze Schädlingsbekämpfung, dieses Aufspüren und ausfindig machen dieser Tiere oder überhaupt der Sache auf den Grund zu gehen und dann auch nachher den Erfolg zu haben, den Gastronomen zufriedenzustellen bei einer Bekämpfung, aber auch ihm dokumentieren zu können, bei ihm ist alles in Ordnung. Das ist so das, womit ich ihn ja, gerne mit versorgen möchte.
Sie sind aber auch noch Jäger. Ja, richtig. Da kommt meine Passion vielleicht her. Okay. Passion übersetzt ja auch ja, gleich Leidenschaft. ne? Man muss schon einen gewissen Respekt immer noch behalten vor der Kreatur, gerade den Schadnagern, die auch ein hohes Gefährdungspotenzial haben, Infektionskrankheiten übertragen. Früher sind ganze Generationen oder gestorben an der Pest, mhm. nur übertragen worden durch Ratten, die den Rattenfloh von A nach B transportiert haben. Der oder diese Tiere waren Pestüberträger. Okay. Ja, und heute sind es dann andere. Heute sind es andere Tiere. Keime und Bakterien. Keime und Bakterien, ja. Leptospirose etc. Wenn diese Tiere über auch verschlossene Speisen, Getränke marschieren und durch ihre Inkontinenz, mhm. diese Nummer haben, dadurch durch Kot oder Urin diese Nahrungsmittel belasten, auch wenn sie noch verpackt sind, können dadurch schon Krankheiten und Infektionskrankheiten übertragen werden. Wenn wir jetzt den einen oder anderen vielleicht dazu animiert haben, mal Kontakt aufzunehmen, wie funktioniert das? Also außer jetzt zum Telefon zu greifen, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, gerne können Sie mich natürlich finden übers Internet oder kontaktieren. Die Internetseite wird jetzt eingeblendet? Ja, und Internetseite oder wie gesagt, ich würde gerne einen Termin machen bei Ihnen oder komme dann in Betrieb, schaue mir das gerne an, wenn Bedarf ist und so weiter. Wir können uns auf monatliche oder vierteljährliche Intervalle. Sie haben hier so einen Ordner. Ja, genau. Und da in dem Ordner im Endeffekt würden Sie dann alles Mögliche protokollieren. Mhm. Also Sie sagen, da ist jetzt der und der Befall. Wir fangen an und sagen, wir stellen mal ein paar Kontrollpunkte auf. Die messen Sie und letztendlich ist dann, was Sie eingangs sagten, mit dieser ganzen Abnahme jetzt bezogen auf das Gesundheitsamt, dann würde ich im Prinzip als Gastronom dem vom Gesundheitsamt nur die Mappe in der Hand geben und sage, hier, such dir raus, was du brauchst. Letztendlich sind die und die Befunde, ganz genau. Befall, Maus oder auch nicht, ja. vorangekommen. Da ist dann das und das gegen von Ihnen unternommen worden, mit dem Ergebnis, dass man jetzt keinen Befall mehr hat. So ganz, ganz grob. Ganz genau. Okay. So sieht das aus. Das würde ich den einzelnen Gastronomen dann bei Bedarf unterbreiten, so eine Geschichte über einen möglichen Vertrag. Vertrag heißt vertragen, dass man meine Arbeit anbiete und natürlich für ein angemessenes Entgelt. Dumpingpreise, das können viele andere Betriebe. Ich als Einzelunternehmer, Service aus einer Hand, biete Ihnen das rund um die Uhr. Okay. 24 Stunden, auch am Wochenende, auch zu Zeiten, wo der Betrieb nicht geöffnet ist. Mhm. Wichtig ist vor Ort die Nähe und auch eben halt zu den Gastronomen der Sache auf den Grund zu gehen. Super. Prima. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und vielen Dank. Ja, ich danke. Ich bedanke mich. Gerne. Tschüss.